Heute möchte ich mal ein bisschen drüber reden, wie wichtig es ist, eigentlich eine Mission oder eine Vision im Leben zu haben. Und die meisten Menschen verwechseln Vision oder Ziele haben mit irgendwas Materiellem wie beruflichem Erfolg. Oder ich will mal mein Haus und meine zwei Kinder, meinen weißen Gartenzaun. Oder ich will mal meine Yacht oder ich will einfach mal finanziell unabhängig sein und so weiter. Das sind alles Ziele an der Oberfläche, die man durchaus haben kann und mit denen man auch spielen kann und die man auch haben sollte, um auch Spaß an diesem Oberflächlichen zu haben und auch irgendwas zu haben, wofür man dann spielt quasi. Aber im Endeffekt ist damit gemeint, dass man eine tiefgehende Vision, einen tiefgehenden Herzenswunsch als Mann haben sollte. Und das kann auch ein Hausmann sein, der das Geld nicht verdient und daheim ist bei den Kindern und die Frau ist im Vorstand von Opel, verdient ein paar Millionen im Jahr. Selbst so ein Mann kann eine Vision im Leben haben. Also es muss nicht unbedingt dieses typische männliche oder frauliche Rollenbild sein. Es geht darum, was tief drinnen als Grundstruktur dessen vorangeht, was der Mensch dann daraus macht. Und ein Ziel im Leben kann zum Beispiel sein, sich spirituell zu entwickeln oder sich in einer Hilfsorganisation so weit zu engagieren und irgendwelche Hilfen zu leisten. In Afrika zum Beispiel Dinge aufzubauen, also eine Art Lebenswerk zu schaffen, die viel tiefgründiger was bewegen könnte. Oder es kann auch einfach das Ziel sein, die Welt so zu nehmen, wie sie ist und im jetzigen Moment zu leben und diese Vision auszukosten mit allem, was dazugehört. Unter anderem mit dem, dass es auch in eine total oberflächlich gesehen bescheuerte Richtung führen kann, das Ganze. Und man dann als Normalo unglücklich wäre, wohingegen man, wenn man sich dem Leben um hier und jetzt verschrieben hat, das als so nimmt, wie es eben ist. Das kann auch eine Vision sein. Aber es ist wichtig, nicht dahin zu dümpeln und nicht die Vision zu verwechseln mit irgendwelchen materiellen Werten und materiellen Errungenschaften. Das ist ganz wichtig. Und das Ziel, sich spirituell zu entfalten oder das Leben spirituell auszukosten, ist eine Vision, die man haben kann. Und dann kann man arbeitslos, ohne Geld auf der Straße hocken und man hat trotzdem diese Vision und ist trotzdem auf seinem Lebensweg in einer gewissen Richtung, die einen erfüllt. Und das ist wichtig. Und man, oftmals ist es so, man verliert das Lebensziel leicht, wenn man sich nicht spirituell oder persönlichkeitsentwicklungstechnisch befasst mit Dingen, dann verliert man schnell seine Zielsetzung in den oberflächlichen Dingen. Wie man freut sich aufs Wochenende, man hat keine Lust zu arbeiten. Und am Wochenende ist dann die Hochphase und plötzlich kommt die Katerstimmung in zweierlei Bedeutung, kommt dann die Katerstimmung und plötzlich hat man wieder den Montag und dann überlegt man sich, was waren jetzt mein Lebensziel? Ich hatte doch am Freitag oder am Donnerstag mal so eine kurze Eingebung und jetzt habe ich was getrunken und plötzlich mich von diesen äußerlichen Einflüssen wieder die haben mich quasi umgestürzt wieder und jetzt bin ich wieder da und weiß wieder nicht, wohin ich gehen soll, was ich eigentlich hier mache. Was ist eigentlich der Sinn des Ganzen? Und das verliert man sehr, sehr schnell. Und immer wieder dahin zurückzukommen, zu sagen, hey, ich will diesen spirituellen Sinn wieder spüren in mir. Ich will ihn nicht durch Denken erdenken, das funktioniert nicht. Ich will diesen spirituellen Sinn spüren und sich da wieder aus diesem Trott herauszubegeben und einfach zu sagen, hey, jetzt gehe ich raus, setze mich in den Park bei Scheißwetter und meditiere ein bisschen oder atme und höre auf die Geräusche, um wieder zu mir selbst zurückzufinden. Diese Dinge sind sehr, sehr wichtig, wenn man nicht den spirituellen Faden verlieren will. Das dazu und wir sehen uns im nächsten Video. Ciao.